Vielen Dank, Marali, das ist nicht der richtige Ort für uns. Eure Heimat ist nichts für mein Volk. Nehmt das Schiff und zieht von dann. Jetzt, wo die Bösen tot sind, werden wir auf unserer Insel ein gutes Auskommen haben. Lebt wohl. Wenn Peladan groß ist, wird er alles über euren Mut erfahren. Für die Gefallenen! Ja, mal gucken, wen wir hier sonst noch treffen, der uns helfen kann. Wow. Ich glaube, wir müssen hier mal zu ernsteren Mitteln greifen. Ich verliere an Kraft. Ich tue mein Bestes. Was? Ein Haar unter meiner Würde. Ja? So, Khalid ist ein bisschen angeschlagen. Also heilen wir ihn am besten doppelt. Was wollt ihr? Oh, ich hab's vergessen. Der Heilzauber ging gerade ins Nichts. Allgegenwärtige Autoritätsperson. Was? Dann heilen wir noch mal klein. Ihr habt eine Aufgabe. Und du vielleicht Minsk heilen. Ja. Oh. Was wollt ihr? Und da noch einen Werwolf töten. So, Khalid kann seinen Umhang wieder anziehen. Beinahe unter meiner Würde. Man merkt, Khalid hat eine Rüstungsklasse von minus 4. Oh, etwas Gold. Das war wohl der... Oh. Das war Fartring. Okay. Fartring ist einfach mal auch zu so einem Riesenwerwolf geworden. Okay. Ihr Püppchen wollen wir jedoch nicht. Ich interessiere mich eigentlich mehr für den Seefahrer, dem wir hier noch begegnet sind. Der den Leuten hier Sachen beigebracht hat. Der war nicht hier drin. Ich glaube, der war drüben in der Fischerhütte. Gut. Nein. Eure Dienerin steht zu Ordnung. Nichts leichter als das. Ach komm, geht wieder raus, alle miteinander. Nichts leichter Danke. Als das. Also ja, wir irren hier mitten in der Nacht durch ein Werwolfsdorf. Das ist auch schon mal nicht gut. Wir haben ein Mädchen töten müssen, das zu einem Werwolf geworden ist und uns angegriffen hat. Eigentlich die einzigen beiden, die nicht zu uns waren, waren der Typ, dem wir den Umhang gebracht haben. Der Thalisa irgendwie mit diesen Blütenblättern ein bisschen benebelt hat, weil sie so viel Unsinn geredet hat. Beziehungsweise in ihr Tagebuch geschrieben hat, Minsk andere Richtung. Und die Frau, der wir das Baby zurückgebracht haben. Okay. Der Fischer ist auch ein Werwolf. Hat aber 65 Goldmünzen dabei. Was wollt ihr? Minsk. Sicher ist sicher. Jahira wirft dir gleich einen frischen zu. So. Was? Da wir hier drin ja kurzzeitig Ruhe haben. Als das. Und da müssen wir wohl hier hoch. Ich weiß nicht, ob uns noch jemand hier helfen möchte. Bis jetzt erscheinen ja alle mehr oder weniger uns tot sehen zu wollen. Sogar die, denen wir geholfen haben. Und Imo... nicht Imo, Entschuldigung. Dynair, wo läufst du rum? Also folgen wir jetzt lieber mal dem Typen hier oben lang. Naja, alle anderen, die uns was zu sagen hatten. Höchstens das Mädchen hier unten noch, aber das ist mir zu weit weg. Die würde wahrscheinlich auch zu dem Werwolf werden und wir wollen ja nicht ständig irgendwelche Mädchen töten. Ihr seid keine Hirngespinste, oder? Ich würde keine Zeit mehr damit vergeuden, mit Hirngespinsten zu sprechen. Nein, wir sind keine Hirngespinste, Dradel, ihr kennt uns. Abenteurer, ihr müsst diesen Ort verlassen.
Dies ist die Brut der Verdammten, die uns vor so vielen Jahren gemordet haben. Sie haben sich in zwei Parteien aufgespalten. Die Dunklen leben auf dem Schiff und die Helleren haben diese Stadt errichtet. Sie bauten ein Schiff. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr vielleicht noch entkommen. Was habt ihr noch entdeckt? Diese Anführerin Kaishas ließ das Schiff schon vor Monaten bauen. Sie wartet auf die Rückkehr ihres Mannes Selat, der ausgezogen ist, um Seekarten zu finden, mit denen sie zum Festland zurückkehren können. Alles, was ich bisher weiß, dass es östlich von dir liegen soll. Sie ist bereits am Schiff, das sie gebaut haben. Ich habe ein Höhlensystem entdeckt, fast ein Labyrinth, in dem die Wolfsmonster hausen. Es gibt in dieser Hütte eine Geheimtür. Durch die Höhlen gelangt ihr zum Schiff. Aber ich muss euch warnen. Der Weg ist mit Gefahren übersät. Geht gen Osten durch die Höhlen. Hoffentlich findet ihr den Ausgang. Beeilt euch, Freunde. Seid bedankt für meine Freiheit. Ich hätte die Macht, euch bei der Flucht zu helfen. Na, wer weiß, vielleicht treffen wir uns eines Tages irgendwo wieder. Und ich werde mich für eure Hilfe erkenntlich zeigen. Und damit ist Radel offiziell weg. Mali hat mir von einem Geheimweg erzählt, der vor der Insel führt. In der Hütte des Stammeschefs gibt es eine versteckte Tür, die zu ihren Häusern unter der Erde führt. Offenbar gibt es einen Ausgang, der zu einem Schiff führt, das sie gebaut haben. Ja. Wir seien so anders. Das finde ich aufregend. Wir seien so anders. So, Kalipo, hier nicht die Treppe. Hier trennen sich unsere Wege. Dort drin gibt es einen Vater an einem geheimen Ort. Kaishas sagt darüber nichts und niemand weiß etwas Genaues. Ich habe davon erfahren, weil ich trotz der Gefahren die Gegend der Wege erkundet habe. Da habe ich gefunden das Schiff, das sie gebaut haben. Es mag fertiggestellt sein, aber ohne Seekarten können sie nicht die Segel setzen. Es wird gesagt, dass der Anführer auf einem anderen Schiff ausgezogen ist, um den Weg zu finden. Ich denke jedoch, wir sollten bleiben. Andererorts gibt es bloß Kampf und Konflikte. Die Geheimtür befindet sich in der Hütte nach Norden zu. Vielleicht habt ihr sie gesehen, aber sie war durch Zauber verschlossen. Jetzt wird sie sich öffnen lassen, dass Kaishas hindurchgegangen ist. Geht, ich werde euch bis aufs Letzte verteidigen, denn mein Geist ist schon getötet worden durch die Intoleranz meiner Mitbürger. Sie sind nicht die Freunde, die ich dachte zu kennen. Wenn ihr fort seid, werden sie sich vielleicht beruhigen. Geht nun. Dolly hat mir einen geheimen Pfad mich zu einem geheimen Pfad geführt, der bei der Hütte des Stammeschiffs beginnt. Es gibt ein Schiff, das die Werwölfe gebaut haben. Sie hätten jedoch die Seekarten gebraucht, um zu entkommen. Die Geheimtür befindet sich im Norden der Hütte. Sie war zwar immer schon da, aber mit Magie versiegelt. Da Kaishas hindurchgegangen ist, ist sie jetzt zugänglich. Dolly ist zurückgeblieben, um mir den Rücken frei zu halten. Er hat sich als Freund und Verbündeter erwiesen. Ich wünschte, ja, dass ich ihm irgendwie helfen könnte. Aber er will wohl bleiben. Doch wir können wohl was dran ändern. Wenn das, was... Oh, jetzt ist die Tür offen. Wenn das, was Dradel in seinem Kochbuch über Werwolfsflüche geschrieben hat, richtig ist. Und zwar... Wo steht's das? Bei einer absichtlichen Ansteckung muss jedoch der Anführer des Clans eventuell getötet werden. Und ja, wir sind wohl eventuell angesteckt worden. Ein zufälliger Biss kann durch Verwendung etwa der Tollkirschenblüte verhindert werden. Und ja, sie sind ein bisschen ähnlich wie Vampire, nicht wie normale Lykaner. Wir haben hier übrigens noch eine Perle, Minsk. Und einen grünen Ring. Jede Menge Tollkirschen. Und Giftpfeile und sowieso. Pack mal die weg. Und pack die da rein. So. Ja. Die dürften sich gut gegen Werwölfe erwehren, diese beißenden Pfeile. Beinahe unter meiner Würde. So, hier haben wir enge Höhlen. Aber soweit ich weiß, gibt es in diesen Höhlen nur Werwölfe, keine Fallen. Und
Die Werwölfe geben ein bisschen Erfahrung. Aber soweit ich mich erinnern kann, spawnen hier ständig neue Werwölfe. So. Deswegen sollten wir uns auch ein bisschen beeilen. Das Gebiet ist zum Glück nicht ganz so groß. Und ja, irgendwer zerfetzt hier ständig Werwölfe. Ich tippe mal auf den guten Minsk. Unseren Pseudobarbaren. Und ja, ich kann mir vorstellen, woran das liegt, dass Minsk Waldläufer ist von der Klasse her. Weil ich glaube, Barbaren gab es im ersten Teil noch gar nicht. Die kamen erst mit Baldur's Gate 2. Und es war wahrscheinlich wegen Bu. Bu ist ja sozusagen das Seelentier von Minsk. Wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Der Sprügel, den Talisa da übrigens hatte, ist auch ziemlich spitze. So, jetzt gehen wir hier runter und erkunden den Teil der Höhlen. Also gegen zwei so Werwölfe kommen wir super an. Falsche Richtung, Leute. Und hier liegt sogar ein Trank rum. So, weg mit dem noch. Und was für ein Trank ist das? Sturmriesenstärke und zwei Heiltränke. Hast du noch einen Sturmriesenstärke-Trank bei dir rumliegen? Nein, hast du nicht. Dann kommt der mal zu dir. Den kannst du dann irgendwann mal benutzen. Der macht nämlich Stärke 24, was gar nicht mal so schlecht ist. Stärketränke haben wir eh nicht mehr viele. Feuerriesenstärke. Wir haben diese Unverwundbarkeitstränke. Feuerriesenstärke und Frostriesenstärke müsste das sein. Und das war's auch schon. Und ja, diese Magieschutztränke, die hebe ich mir für einen besonderen Moment auf. Für einen Bossfight, der mich beim allerersten Mal spielen richtig viel Nerven gekostet hat. Gerade für den Bossfight ist dieser Trank sehr gut geeignet. Gorion wäre auf eure Taten stolz. Also diese Magieschutztränke. So, hier unten lang bitte. Und ja, der Magier hat gesagt, wir sollen uns nach Osten halten. Und wir sind jetzt erstmal im Westen rumgeschlurft, gekrochen. Gucken wir uns jetzt erst im Osten um. Da oben sind übrigens noch mehr Tränke. Was haben wir hier? Du bist ein Trank der Kälte. Du kannst verkauft werden. Oh, ja. Gut. Das waren nochmal zwei von der Sorte. Und noch mehr Tränke. Ja, mit Tränken geizen sie hier irgendwie nicht. Warum auch immer so viele Tränke hier rumliegen. Okay, ein Schnelligkeitsöl. Haben wir noch eins. Die Wirkung hält drei Phasen an, steht pro Runde zwei Trefferpunkte wieder her. Ach, Khalid, trink das mal. So ein Regenerationstrank. Ja, einer unter meiner Würde. Heilen müssen wir dich ja sowieso irgendwann mal. Du
Was immer ihr braucht, wie befohlen. So. Was wollt ihr? Du bist ein Abwehrtrank. Das ist also was für dich. Rüstungsklasse auf 0 für 10 Runden. Halt 10 Runden oder 10 Phasen? Die Wirkungsdauer hält 10 Phasen an und da unten steht 10 Runden. Okay.